So, okay. Ach, hier sieht's sehr schön aus. Der Garten Eden auf der Ishimura. Das sieht mir stark nach einem Raum aus, in dem wir kämpfen müssen, ehrlich gesagt. Aufzug in die unteren Ebenen, okay. Ich gehe erstmal hier drüben lang, weil Muni und so. Oder halt Credits, nein, Muni, okay. Oh Gott, hab ich mich verjagt jetzt gerade. Dabei wusste ich ja, dass was kommt. Ich wusste es. So, ab das Ding. Ja, das ist jetzt gerade natürlich ein bisschen ungünstig, ich weiß, aber tut mir leid. Da müssen wir jetzt gerade mal durch. So, aber ich wechsle vielleicht mal. Wir können ja mal hier die lustige Stoßwaffe aus der Nähe ausprobieren. Oh Gott! Huch! Die funktioniert gut, wenn sie mal trifft. Ja. Okay, jetzt läuft es auch mal wieder flüssig, das ist schön. So, noch drei Schuss. Die hat aber unglaublich lange Nachladezeit. Nicht so cool, nicht so cool. Oh Gott, schon wieder welche. So, Schnauze halten. Sonst noch einer? Ich sehe gerade hier drüben haben wir... Wie viele kommen denn hier? Lasst mich mal, lasst mich mal. Oh Scheiße, Aufzug. Will ich doch gar nicht. Das war schlau. Shit. Ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. So, jetzt aber. Mit genügend Abstand und Ruhe schießen wir ihm durch die Beine. Ach Mensch. So, mein Freund, jetzt aber mal Ruhe in der Kartonage. Also, wenn man das laut auf dem Ohr hat die ganze Zeit, diese Musik, dann setzt einen das doch schon gewissermaßen unter Stress, wenn man hier noch Gegner hat. So, damit haben wir unsere Medikits dann auch aufgebraucht. Spitze. Vielleicht sollten wir uns da noch mal ein paar einkaufen gehen. Ich weiß es nicht so richtig. So, eins nach unten, eins nach oben. Oder was ist das hier? Nährstoffzufuhr einleiten. Aha. Brauchen wir das? Sollen wir das machen? Ich höre doch immer so schlecht zu. Ich weiß es doch gar nicht. Nee, wir sollen da drüben hin, okay. Hier wären auch noch ein paar explosive Dinger gewesen. Ich frage mich gerade, wie viele Leute hier denn so arbeiten auf diesen Hydrokulturen. Ob die hier für jede Pflanze einen eigenen Gärtner haben? Denn hier kommen ja so viele an. Was ist das für ein Geächtze? Machen die da drin Necromorph-Sex? So, wir sammeln nochmal fix fertig hier. Ja, Muni haben wir wieder genug. Die Sache ist nur, alles andere haben wir nicht. Also Leben vor allem. Dabei habe ich doch jetzt so eine schön lange Anzeige. Ach, wir haben doch was zum Nachladen noch für die. Das ist aber schön. Ich frage mich, warum Isaac nicht im Gefecht nachgeladen hat. So, bei dir hatten wir schon was entnommen. Naja. Hat mir hinten einen umgebracht? Nee. Aber hier liegt Plasmazeug rum. Schön. Gut. Dann lassen wir mal die Tomaten Tomaten sein und bewegen uns weiter. Da drüben. Was haben wir denn hier? Treibhaus A. Ich guck bloß mal kurz, ob wir hier Lager haben. Oh nein. Du stöhnst ja also so. Aha. Nee, mach mal auf. Ich wollte ihn schon bekämpfen. Ach nein! Kommt schon, Leute! Ich hab ihn doch auf die Flügel, auf die Ärmchen geschossen. Also wirklich. Oh, ich hasse euch. So,
So, komm. Mit dem Impulsding geht das ganz gut. Sag mal, wie viele hat die denn sich drin gehabt? Eieieiei. Okay, haben wir das erledigt? Blöder, fetter Drecksack. Genau das wollte ich doch. So, ach, den Typen selber können wir auch durch die Gegend werfen, okay. Ich hätte gedacht, weil er so dick ist, wird das vielleicht nichts, aber gut. Können wir dich irgendwie... Die sind festgeschweißt am Boden. Okay, na dann. So, hier drüben. Was haben wir denn jetzt eigentlich davon, dass wir hier die Nebenaufgabe gelöst haben? Jetzt ist hier wieder klare Luft, wie es mir scheint. Aber rettet das jetzt Hammond oder wie? So. Okay, hier drüben, jetzt muss ich mal kurz gucken, genau, diese Nährstoffzufuhr, was hat es denn damit auf sich? Machen wir das einfach mal. Nährstofffass wird ersetzt. Ja. Und was genau hat mir das jetzt gebracht? Nährstofffass wird ersetzt. Wir können einfach mal die kompletten Nährstoffreserven hier aufbrauchen. Ja, was auch immer mir das jetzt bringt hier. Soll wahrscheinlich einfach nur so ein Ansatz von Tiefe im Spiel sein, dass man mal so tut, als ob hier... Hier ist immer noch einer dahinter. Damit man mal so tut, als ob hier wirklich irgendwas gemacht werden könnte. Und als ob die hier wirklich mal gearbeitet haben oder so, keine Ahnung. Hier drüben ist ein Loch, okay. So, dann schauen wir mal. Ja, hier ist die Luft doch schon wieder ganz schlecht. Dann nehme ich an, werden wir gleich auf den Kollegen treffen, der dafür zuständig ist. Und da ist er auch schon. Wie wär's mit Sterben, mein Freund? Oh ja, sehr schön. So, sind jetzt neue Gegner aufgetaucht. Es scheint mir bald so. Oh Gott! Oh. Meine Güte, hast du mir einen Schreck eingejagt, du Mistkerl! Hui, du Arsch! Da platzt er aus der Wand raus, ich fass es ja nicht. Ich befürchte nur, das war's noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme bei dem Geächte im Hintergrund. Eieiei. Bei dem Spiel kann man schon alt werden. Kollege? So, wechseln wir mal wieder. Für den Kleinen rate ich nicht extra die Scheiße raus. So. Da müssen wir ja nicht panisch werden oder so. Das ist ja Pipifax. So, Credits her. Hier drüben ist und bleibt zu, okay. Natürlich zum Luftfilter kommen wir nicht, ist klar. Das, wo wir hin müssten, das ist natürlich mal wieder verschlossen. Ist ja logisch. Okay, ach, wir sollen einfach wieder zurück. Na dann. Ja, dann war offenbar die Nebenmission jetzt doch einfach die Hauptmission gewesen, wie mir scheint. Denn jetzt gab es ja irgendwie nicht mehr zu tun als das gerade eben. So, mal wieder nach unten. Gibt's neue Gegner? Nee, aber wieder... Ach, das habe ich gar nicht aufgemacht vorhin. Huch. Na, sowas aber auch. So. Ach, hier ist noch eine zweite Tür. Was man nicht so alles übersieht. Na, sowas. Haben wir hier irgendwas Schönes? Natürlich hier was zum Aufmachen. Was aber nicht aufzumachen geht. Das heißt, dieser Raum ist eigentlich total... Bebende Kiste. Poltergeist! Noch eine bebende Kiste. Poltergeist!
ganz viele bebende Kisten. Satan, fahre aus diesem Raum. So. Haben wir mal für das Ende der Zuckungen gesorgt. Du darfst hier oben lang gehen, ja. So. Nun denn, Hammond, geht's dir wieder besser? Oder hast du jetzt vielleicht das Zeitliche gesegnet, oder? Hä? Wo soll ich denn hin? Von da komme ich noch gerade. Was zum Henker? Mir hat doch das Ding gerade angezeigt, dass ich hier lang soll, oder? Leide ich jetzt total unter Verkalkung? Was? Moment. Hä? Ich komme gerade nicht klar so richtig mit dieser Anzeige. Okay, also scheinen wir jetzt doch wieder hier hin zu müssen. Ja, okay, dann gehen wir halt auch mal in die Richtung, ne? Was auch immer das Ding gerade für einen Fehler im Kopf hatte, ich weiß es nicht. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Nach oben also. Nun denn. Ebene 2. Was zum Speichern wäre übrigens geil. Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Nein, wirklich? Der Techniker wurde informiert. Der wird uns bestimmt helfen können. So, wenigstens ist hier oben nicht so eine riesige Fläche, wo die ganzen Viecher rumhopsen können. Hier drüben ist auch offen, okay. Andere Seite ebenso. Wir gehen dann erstmal dem Pfeil hinterher und schauen, was hier ist. Oder, nein, wir gucken mal. Hydrosteuerung, okay. Vielleicht gibt es ja hier so ein kleines Lager an der Seite. Zur Kühlkammer. Na dann. Gucken wir mal. Scheint zu bedeuten, dass hier... Moment. Drüben ist gar nichts angezeigt. Ich guck bloß mal. Ich werf nur mal einen kleinen verstohlenen... Was zur Hölle? Ist gut, du kannst weiterleben. Mach, was auch immer du tun möchtest. Ich möchte niemals dahin. So, wir speichern erstmal. Was zur Hölle war das denn? Gut, wir speichern, ich speichere und ich mache an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann werden wir wahrscheinlich feststellen, was zum verfluchten Henker das da für ein Vieh war und werden dann uns hier um diese ganzen Pflänzlein kümmern und um die ganzen Giftgasverursacher. Und vielleicht kommen wir dann endlich mal vorwärts. Ich meine, bislang ist es wirklich immer noch nur irgendwo Sachen ausbessern und aushelfen. Nun denn, bis zur nächsten Aufnahmesession. Man sieht sich.